Wenn die Bücherei in Himberg ihren Bestand erneuert, dann veranstalten die Betreiber einen Flohmarkt, um Platz zu schaffen. Das ist eine tolle Gelegenheit, beliebte Bücher günstig zu erwerben. Bücher für Erwachsene über 2.500, Bücher für Kinder ebenso viele, Sachbücher fast 1.000. Zeit, ein wenig auszumisten, wie Monika Wawruszka seit beinahe 15 Jahren Bibliothekarin weiß. Leute, die lesen, die haben sich schon durchgelesen durch unseren Bestand, ja, und sie haben Interesse ständig an den Neuigkeiten, Neuerscheinungen, ja. Die Klassiker kann man immer im Internet abrufen und in der Schule als Lektüre, das kann man sich in großen Büchereien holen oder als Reklamhefte kaufen. Eine kleine Gemeindebücherei muss ansprechbar sein. Deswegen machen wir einmal im Jahr einen Buchflohmarkt, wo wir unsere Medien, die wir ausgeschieden haben, aus dem Bestand anbieten. Und natürlich nehmen wir gerne Buchspenden. Das schreiben wir dann groß an unsere Kunden oder in Facebook. Durch die sozialen Medien machen wir es breit, dass wir Buchspenden für Flohmarkt suchen. Damit erwirtschaften wir uns ein bisschen Budget für die Jüngsten, für die neuen Einschreibungen für Kinder. Sie kriegen dann Zucker, sie kriegen ab und zu Büchlein, Lesezeichen, Zucker sind immer da. Und den Rest geben wir natürlich für Medien und Bücher aus oder kommt der Bücherei zugute, indem wir kleine Getränke oder Buffets für manche kleine Veranstaltungen damit finanzieren. Und was lesen Erwachsene am liebsten? Belletristik bevorzuge ich da. Weil im Beruf lese ich dann Dinge, die wissenschaftlich sind und dann komme ich hierher zum Genuss für die Unterhaltung. Also heutzutage werden sehr gerne Krimis und spannende Literatur gelesen. Natürlich auch Belletristik, deutschsprachige Belletristik ist sehr im Kommen. Und je nach Leser, einer möchte leichter und seichter und der andere möchte was Anspruchsvolles. Ja? Also wir haben da in der Bibliothek alles und alles wird in Anspruch genommen. Und der Leseratten-Nachwuchs? Mein Lieblingsbuch ist Mein Lotter Leben. Mhm. Und warum? Weil sie so lustig ist, macht spannende Aufregungen an, teuer, also sehr lustig ist die. Also heutzutage mögen Kinder sehr gerne Fantasy-Sachen, also fantastische Erzählungen, diese naturalistischen Sachen, die wir Erwachsenen vielleicht sehr schätzen, finden jetzt ein bisschen wenig Interesse. Also Drache Kokosnuss und irgendwelche fantastische Sachen wie Harry Potter und Warrior Cats, solche Fantasy, das zieht mit. Gregs Tagebuch, gute Comics sind auch angesagt, ja. Die Bücherei in der Wiener Straße 4 ist Dienstag, Donnerstag und Freitag geöffnet. Bücherspenden für den Flohmarkt werden gerne angenommen.